Jetzt haben wir aufgeschäumt, jetzt fangen wir an zu waschen. Wir haben da zwei Waschhandschuhe drin. Bei uns heißen die Crazy Sheet. Warum zwei? Das Ding ist, wenn das Auto wirklich dreckig ist, dann wird der Handschuh halt auch dreckig. Und deswegen fangen wir an, oberer Bereich, ein Handschuh und für den unteren Bereich den anderen. Vorgehen ist folgendes: Shampoo-Wasser nehmen, aufs Auto mit viel Flüssigkeit, ohne Druck, drüber waschen, dann ausdrücken, dass alles raus ist, in den Auslasseimer einmal ausspülen, ausdrücken, wieder neues Shampoo-Wasser nehmen. Nicht einfacher ist das. Du kannst auch die Handschuhe ausziehen. Das Shampoo hat einen Anteil rückfettender Tenside und dann wird die Haut schön geschmeidig. Crazy Sheet! Auch hier wird das gleich, man kann mit der Hand reingehen, muss man aber. Ne? Schön hier gerade bahnen. Immer mal wieder in die Oberfläche rein. Hab ich jetzt hier schon irgendwelche Anschmutzungen, habe ich irgendwelche schwarzen Stellen. Ist das so oder ist das zu trocken? Dann muss ich ausspülen. Aber hier kommt noch ordentlich was raus. Das ist auch schön sauber. Der Vorreiniger hat also seinen Dienst getan. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die schwarze Stelle. Da sind ein bisschen schwarze Pünktchen drin. Die Seite, damit würde ich jetzt nicht mehr ran nachgehen. Dann drücken wir ihn komplett aus. Gehen in den Auswascheimer, da haben wir Gridguard unten drin, damit der Schmutz unter diesem Gridguard bleibt. Die Theorie dahinter ist, der Schmutz sinkt auf den Boden ab und wenn hier oben Verwirbelungen entstehen, weil ich mit dem Handschuh am Auswaschen bin, reibe ich den Schmutz oder wirbel ich den Schmutz vom Boden nicht mehr ins komplette Wasser und nehme ihn somit nicht in den Handschuh auf. Ausdrücken. New Water. Wir haben ja einen Nachteil. Wir stehen hier mit der Hälfte des Autos in der Sonne. Wir dürfen das Shampoo an der Stelle hier nicht antrocknen lassen. Also wir müssen gucken, dass wir es entweder während der Wäsche immer mal wieder benetzen, damit es nicht austrocknet, oder dass wir relativ zügig arbeiten, Bauteil für Bauteil und dann schon mal abspülen. Immer noch viel Dreck hängen, dafür nehmen wir einen Pinsel. Hier setze ich immer gerne Moos rein. Da können wir wunderbar mit dem Pinsel, wenn wir den so leicht stoßen, können wir hier wunderbar reingehen in diese Kante und da sauber rausarbeiten. Ja, ob wir das jetzt so machen oder streichen, ist in dem Fall egal. Super geeignet halt auch für die Embleme. Alles, was hier so draufsteht, da sammelt sich immer um die Embleme herum mega viel Dreck. Und mit der Zeit verkrustet sich das richtig, das müsste man irgendwann polieren. Wenn man das regelmäßig sauber macht und mit dem Pinsel schön reinarbeitet, dann hat man das Problem nicht und man spart sich eine ganze Menge Arbeit. Deswegen einfach jedes Mal ein bisschen sauber machen. Hier drüben 190. Wir empfehlen euch beim Pinseln immer darauf zu achten, dass kein loser Dreck, wie zum Beispiel Sand, auf dem Lack ist. Deswegen pinseln wir, anders als andere, nicht schon bei der Vorwäsche, sondern erst nach dem groben und gründlichen Abspülen des Fahrzeugs. Der Zwischenstand, was haben wir bis jetzt gemacht? Felgen gereinigt, mit den ganzen Schritten, dann Vorwäsche, jetzt mit diesen Crazy Sheep Handschuhen. Die Hauptwäsche im Endeffekt. Hauptwäsche. Mit Shampoo. Das Ganze spülen wir jetzt ab. Wir haben ja auch eine Oberfläche, die ist nicht versiegelt. Der Lack ist nackt. Poliert wird er noch. Dann nehmen wir euch dann auch wieder mit. Heute packen wir aber erstmal Versiegelung drauf, dass bis zur Politur damit nicht so viel passiert. Und deswegen erstmal wieder abspülen. Wie fühlen sich deine Hände an? Ist geil, ne? Weiß, ja, ist wirklich geil. Ist wirklich geil. Und riecht gut. Riecht wirklich lecker. Riecht gut und es ist echt geil. Mag das gerne. An der Stelle könnten wir jetzt trocknen. Tun wir aber nicht. Wir wollen versiegeln und ich habe gemerkt, dass auf dem Lack, wenn man mit der Hand rüber geht, merkt man so kleine Pünktchen. Das werden wir jetzt versuchen mit der Lackreinigungsknete und Shampoo-Wasser runterzunehmen. Wenn das nicht geht, muss auf jeden Fall poliert werden, aber wir wollen auf jeden Fall der Versiegelung wenigstens ein bisschen die Chance geben, dass sie hier drauf schon mal halten kann. Dafür ziehen wir uns dann aber auch gleich wieder Handschuhe an und hier mache ich jetzt mal eine kleine Mischung mit Shampoo-Wasser. Das ist schon mal ein kleiner Tipp zur Aufbewahrung der Knete. Gerne in so einer Box. Ein bisschen Shampoo-Wasser in die Box. Ein bisschen Shampoo-Wasser auf die Knete, wenn ihr sie drin lagert, dann hält sich das ohne Ende. Und klebt halt nicht fest. Auch wenn mal ein bisschen Sonne draufsteht und dieses bisschen verflüssigt, mit Shampoo-Wasser drauf seid auf der sicheren Seite. Ja, Vorgehen ist wie folgt. Wir brechen uns hier so ein kleines Stück raus. Deswegen geht das meistens, wenn man sie dreht. Das ist jetzt hier eine weiche Knete. Die ist nicht so sehr abrasiv. Hat den Vorteil, dass wir damit es schaffen, dass wir nicht unbedingt Knetspuren in den Lack ziehen. Die müsste man auspolieren. Mit der weichen Knete ist das machbar. Wichtig ist bei der Nummer, wir nehmen ein zu großes Stück so. Knete ist ein bisschen weich, so wenn es draußen warm ist, dann ist das wunderbar. Das klebt auch weich, wenn es euch irgendwann mal zu hart ist, legt ihr ein bisschen warmes Wasser rein, lasst sie ein bisschen weich werden, dann könnt ihr die gut auseinanderkneten. So einen schönen Pfropfen wollen wir hier haben, so eine schöne Platte. Und dann haben wir hier Shampoo-Wasser drin. Wichtig ist, dass wir immer nass arbeiten und mit viel Gleitmittel. Das Shampoo von Nanolex eignet sich wunderbar, das ist pure. Das heißt, wir benehmen jetzt hier unsere Oberfläche mit dem Shampoo-Wasser, Knete auf.
Wenn ihr mit Shampoo-Wasser kneten wollt, achtet unbedingt darauf, dass das Shampoo sehr mild ist, keine Versiegelungszusätze enthält und sehr gut gleitet. Falls ihr euch unsicher seid, ob ihr euer Shampoo dafür verwenden könnt, fragt uns kurz oder benutzt ein Quick Detailer oder Knetleitmittel. Und lassen die Knete halt wirklich über den Lack gleiten. Und wir merken auch, dass es leichte Widerstände gibt an allen Stellen, wo da wirklich kleine Partikel drauf sind. Gucken immer wieder in die Knete und hier setzt sich jetzt der Schmutz fest. Wenn das irgendwann komplett schwarz ist, das Ding, oder wir merken, dass wir feste Bestandteile drin haben, versuchen wir die rauszupopeln, ansonsten umkneten und dann weitermachen. Wenn ihr, wie Mo und Shireen hier, auf dem nassen Lack kneten wollt, achtet bitte darauf, dass das Wasser nicht antrocknet. Falls ihr lieber in Ruhe kneten wollt, trocknet das ganze Auto einmal ab und arbeitet dann Stück für Stück ganz in Ruhe weiter. Wir haben geknetet wie die Weltmeister. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Werden wir aber gleich erst richtig sehen. Jetzt werden wir trocknen. Zum Trocknen haben wir hier einmal das wunderschöne Nanolex-Trockentuch. Und dann nehmen wir noch das Chimtools Microfiber Mikrofaser Trockentuch Basic. Eine Sache, die zum Beispiel super gut funktioniert, finde ich, ist das ganze Tuch in seiner ganzen Breite und legst einfach auf den Lack drauf. Vergesst bitte nach dem Kneten nicht, den Lack nochmal gründlich abzuspülen. Ihr könnt auch das Fahrzeug, wenn es sehr dreckig war oder sehr viele Rückstände nach dem Kneten vorhanden sind, auch nochmal komplett waschen. Das zweite Tuch ist zweiseitig. Hier haben wir eine kurzflorige Seite. Hier haben wir eine langflorige Seite. Die nimmt wunderbar Wasser auf und dann wirklich, um die letzten Streifen auszupolieren, nehmen wir die andere Seite. Damit kriegt man den SUV trocken. Und für die Seiten habe ich noch einen Spezialtrick. Und das ist runterhängen und die Hand bleibt da. Die bewegt sich nur nach vorne und nach hinten, aber nicht mehr in der Höhe. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass ich mit der zweiten hier wunderbar daran arbeiten kann, um mir das Tuch halt nicht runterfällt. Ne? Da hat leider jemand mal sehr unsachgemäß poliert. Hier geht es jetzt hauptsächlich darum, den Lack noch weiter zu glätten, weil wir hier noch eine ziemlich raue Oberfläche haben und die Versiegelung, die wir danach auftragen, Schwierigkeiten hätte, sich wirklich gut anzuhaften. Ne? Und deswegen haben wir jetzt hier unsere Handpolierhilfe und das Cutting Pad plus die Nanolex Medium Cut. Politur immer shaken. Also ein paar Klecks. Ich sag mal, eine Handpolitur benutzen wir immer ein bisschen mehr, als wenn wir mit der Maschine arbeiten, damit wir das Gleitmittel haben. Jetzt stehen wir hier natürlich voll in der Sonne. Die Sonne hat nicht mehr so viel Energie, sonst könnte ich meine Jacke und meinen Schal nicht mehr tragen. Aber ansonsten ist das eine Sache für den Schatten. Gehen wir hier vor. Schauen, dass wir, wenn wir an die Kante ranarbeiten wollen, müssen wir sie vorher gegebenenfalls abkleben. Ansonsten passiert nämlich genau das, wie der Vorgänger Polierer es gemacht hat und hat die ganze Politur in die Kanten rein geflext. Wir gehen jetzt hier rüber und das Ganze im Kreuzschritt. Das heißt, wir arbeiten einmal so lang, als auch so lang. Das Ganze darf mit mäßigem Druck passieren und hier wieder. Auto ist gewaschen, trocken, wir haben ansatzweise poliert und jetzt ist er nackt. Damit er nicht nackt bleibt, ist hier das Nanolex Hybridwachs. Wer es noch nicht in der Hand hatte, probiert es mal aus. Ziemlich geil, Verarbeitung easy, aber zur Vorbereitung des Lacks müssen wir mal entfetten. Das machen wir mit Axe. Und einem Tuch. Darfst du gerne mal eins auspacken? Die Farbe ist auch schon mal nice. Riecht das auch so gut? Nee. Da ist ein Lösemittel drin. Das ist ein Hybridwachs. Da nicht dran schnuppern. Oder doch, wenn man Bock hat, ein bisschen zu fliegen. Falls ihr euch jetzt fragt, was Mo mit Fliegen meint, wenn man sehr stark an Lösemitteln riecht, dann kann es eben passieren, dass einem so ein bisschen schummrig, ein bisschen schwindelig wird. Manche kennen es vielleicht, nicht unbedingt persönlich, aber vom Hören, vom sogenannten Kleberschnüffeln. Aber keine Sorge, bei der normalen Anwendung mit dem Wachs zum Beispiel passiert gar nichts. Jetzt gehen wir rauf, sind benetzt und streichen es einmal ab. Jetzt machen wir Bauteil für Bauteil und dann können wir es eigentlich auch schon, wenn wir mit dem Bauteil fertig sind, können wir es eigentlich auch schon fast ausprobieren. Also da sind jetzt keine langen Wartezeiten mit einzurechnen, wie man es vielleicht bei Naturwachsen hat, da wo erst die Lösemittel lange vaporieren müssen. Hier sind wir relativ schnell so weit und können das Wachs dann auch wieder runternehmen. An der Stelle kann man sagen, Chromteile, Kunststoffteile können mit versiegelt werden, problemlos. Wir haben die Motorhaube jetzt eingematscht mit Wachs, um zu sehen, wann das Wachs ready ist dafür, dass wir es runternehmen können. Dann gibt es den famous Fingerwischtest, weltbekannte Fingerwischtest, der uns verrät, ob die Lösemittel schon fertig vaporiert sind. Und zwar, wenn wir mit dem Finger drüber wischen und wir das Wachs verschieben von links nach rechts, ist noch nicht ready. Wenn wir drüber wischen und es leicht ausstaubt, dann ist es bereit. Hier ist es so kurz davor. Also nochmal 2 Minuten geben wir dem noch und dann Action. Fingerwischtest positiv. Jetzt können wir das nächste saubere Tuch nehmen und das Wachs auspolieren, bis keine Schlieren mehr sichtbar sind.
Sehr guter Hinweis, Mo, von dir am Anfang, dass wir Handschuhe anziehen. Wo sind deine Handschuhe? Wie war die Verarbeitung vom Nanolex Hybridwachs? Der Benz glänzt auf jeden Fall. Es war gut aufzutragen, es war auch gut abzutragen. Ich habe jetzt nicht so viel Kraft in meinen Händen und Armen und es war trotzdem gut zu verarbeiten, also approved. Wie ist dein erster Eindruck, wenn man so ein bisschen im Licht schaut? Sieht schon ganz gut aus, ne? Es fühlt sich auch unglaublich weiß an. Es ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu vorher. Damit das Wachs auch möglichst lange drauf bleibt und wir uns nicht diesen ganzen Auspolieren, Auftragen, einen fetten Job irgendwie jedes Mal machen müssen. Gibt es ein Produkt, Essig Finish. Also erstmal waschen wir mit einem Pure-Shampoo in Zukunft. Das sollte definitiv ausreichen, gegebenenfalls sogar ohne Vorwäsche. Und hier haben wir noch ein Finish-Spray, was dem Wachs die Möglichkeit gibt, die Standzeit wirklich auszulassen. Funktioniert auch relativ einfach. Kannst du das mal in die Hand drücken? Ja. So, das ist wieder gut durchgeshakt. Neue Reifen, komplette Motorhaube. Lassen wir das kurz ablüften. Das dauert nicht lange, das Produkt ist wasserbasiert. Und dann sieht man hier noch so ein paar kleine Schatten. Die nehmen wir jetzt mit der trockenen Seite vom Tuch einfach runter. Das ist wirklich. Das ist wirklich. Der Reifen glänzt, der Benz glänzt. Und wir zeigen jetzt mal ein bisschen was aus Max Kram, was wir aufgetragen haben. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit gegeben zum Vernetzen und damit die Polymere sich verketten können und so eine Sachen. Und es gibt einen schönen Abperleffekt. Wir haben eine super pyrophobe Schicht geschaffen. Wasser und Schmutz haben keine Chance mehr. Auf jeden Fall die nächste Zeit bei richtiger Pflege. Und zum Fazit sehen wir uns gleich bei uns im Office wieder. Als ich den bekommen habe, habe ich mir geschworen, auf gar keinen Fall in die Waschanlage. Ich habe per Hand gewaschen, aber es war ein bisschen frustrierend, da der Lack einfach sehr rau ist und noch nie wirklich was damit gemacht wurde, beziehungsweise nicht professionell. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, fuck it, ich fahre jetzt einfach in die Waschstraße. Ich habe mir da eine gute ausgesucht, aber ich glaube, keine Waschstraße ist wirklich richtig gut, wenn man ein gut aufpoliertes Auto hat. Also der Waschtag an sich hat mir gut gefallen. Ich hätte nicht erwartet, dass es wirklich so viele einzelne Schritte sind und so viel Detail da drin steckt. Aber im Endeffekt macht genau das auch das gute Ergebnis aus. Es sieht auf jeden Fall anders aus, wie wenn ich sonst mein Auto gewaschen habe, auch von Hand oder so. Es war alles. Aber jetzt weiß ich es zum Glück besser. Ja, das war ein erfolgreicher Waschtag. Shireen hat sich super gemacht. Folgt Shireen auf Instagram. Auf jeden Fall. Shireen Queen. Queen. Wenn der Benz bremst, brennt das Bremslicht vom Benz. Das Bremslicht vom Benz brennt, wenn der Benz bremst. Das Benz bremst, ja, aber ist okay. Boos. Boom. Boom.